Grüßt euch, heute mal ein Video der anderen Art. Also das Ding kennt ihr ja hier, ne? Rode Yasyas EC300. Gucke da! Gas, Enduro 700. Ich sag's vorab, ich war nie begeistert von den Dingen und dachte, oh, das ist Eisenschweine, 700 Kubik. Ich revidiere alles. Landstraße, Autobahn, ist, naja, es ist zum Ankommen. Schotterwege, Waldwege, im Wald teilweise. Oder Landstraßenräubern, selbst hier mit den BEM. Das ist... Es kann einfach alles. Das ist... Fahrzeugprobe. Kurz zur Story. Ich bin bei Rund um Chobau Betreuer, wollte erst Zuschauer sein mit meiner Freundin. Wollte die mitnehmen und habe beim ACE Bikes riesen Shootout und danke geht an euch raus, dass ihr mir das Ding diese Woche zur Verfügung stellt. Eine Gasgasline. Wollte erst eine Supermoto nehmen, weil... Ich habe schon immer ein bisschen mit der Optik geliebäugelt, dachte aber, naja, wie wird denn das vor? Aufgrund des Wetters sind wir jetzt umgeswitcht auf eine 700er Enduro und ist jetzt halt eine echt komplett originale, die hatte 200 Kilometer weg, Spiegel, ja, das kann man alles schön bauen. Und hier die recycelte DDR-Aschetonne, da kommt halt okay Klang raus, Euro 5, sei Dank, aber was soll's, darum geht's nicht. Rein von vorne, ich habe heute meine Berle mitgenommen, die hat auch gesagt, super geiles Mitfahren. Ich wollte schon einen Job haben, wir wollen Sonderprüfung angucken, du kommst die... Feldwege lang, du kommst zwischen Autos, kannst du durchschnicken und. Hin zur Landstraße bin ich mit dem Ding mal ganz schön geräubert. Das geht gar nicht, was die Reifen hergeben und das Fahrwerk. Und du kommst mal bitte zu weit raus oder bist weg von der Linie. Das Ding kannst du drücken und wenden, als wäre es einfach eine Sportenduro. Also hier, da. Na, also, unfassbar. Das mal vorab. Ich versuche euch morgen noch ein paar Eindrücke mitzugeben. Mit dem Auto in Chobau, wer es kennt. Du kommst nie irgendwo hin, musst ewig weit parken und laufen und damit fährst du einfach direkt bis an die Sonderprüfung, steigst ab, ziehst den Zündschlüssel ab und bist da. Das ist absolut geil. Also nochmal vielen Dank für die Leihgabe, für das Wochenende. Das Ding macht unfassbar Spaß. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich es wieder zurück habe. Oder vielleicht muss ich mir doch sowas holen, bloß halt mit Slicks. Och, ich weiß es, ne? Also, bis dann morgen. Die Jute 700er steht schon draußen. Ich packe jetzt bitte Magnesium ein, Quetschis, einen Regenacker, weil es will bitte. Ja, und dann kommt jetzt leider Lukas. Hat auch so eine 701 LR Enduro. Dann machen wir mal Richtung Job. Naja, wir werden auf jeden Fall nass werden heute im Laufe des Tages, aber das wird's ja nicht. Also es ist einfach super geil mit dem Ding. Du kannst hier Straße schwarten zwischen den Sonderprüfungen und du fährst in den Wald, wo die Hotspots sind und du betreust. Einfach mit einem Motorrad. Das ist einfach herrlich. Ist einfach herrlich. Wir waren jetzt am Start, da ist der Louis los. Dann waren wir erste Sonderprüfung Venusberg und jetzt fahren wir zum Weberhang. Hier das wenig. Nasser, schwieriger Waldweg und das Ding fährt einfach auf. Es ist einfach herrlich. Klick auf. Wir müssen jetzt hier mal kurz Pause machen aufgrund des Wetters. Weil da ist gerade ein bisschen Land unter und der Lukas, der zieht sich an. Wir wollen jetzt nochmal so richtig steil planen. Ich sehe es vorbei. Und dann erwärmt sich das alles drin. Und dann hast du vorne einen Jacuzzi. Wir machen ja hier mal einen kleinen Rund im Chopper-Vlog. Was hat ein Meier Racing dazu zu sagen? Ja, ich denke es doch. Ich denke, wir müssen einfach gerade denken, muss das mal der Weg machen. Nicht besser geworden. Doch, ich sehe es. Ich schiele hoch. Stopp. Du ja, irgendwas. Hallo. Man sagt es sich so im Erzgebirge. Er sprach von einer guten Runde, aber jetzt Gefahr im Verzug. War geil. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt noch eine Runde fahre, tue ich mir was. Und ja. Darauf habe ich keinen Bock. Und ihr wollt ja irgendwie nach Kroatien, ne? So ist es. Und ich will nächste Woche nach Österreich. Stefan ist raus. Grund des Wetters und der Umstände. Spaß gemacht hat es trotzdem hinter. Und wir fahren nochmal einen Steinbruch und Witschbruch. Das soll es gut sein. Ja, guckt hier schon wieder, was es Neues gibt. Ich bin auch hier von Regnen. Wir fahren jetzt gleich zum Auto und da kann sich da rein umziehen. Und wir trocknen in der Zeit noch unsere Handschuhe. Das ist echt super los. Kennst du mit deinem Motorrad, ne? Hast du auch Sex mit deinem Motorrad? Ja, na klar. Er hat einen Auspuff. Ja. Leute, das ist Chobau hier. Guckt euch an.
Ist das geil! So, wir treten jetzt nach Hauseweg an. Hier noch irgendwas zu sagen. Nee, war doch eigentlich ein guter Tag. Der Regen zwischendurch, das hätten wir lassen können. Hat es Regen gehabt? Kurz. Aber so an sich sagt man was, also mit Motorrad rund im Schober macht 10 Mal mehr Sinn, oder? Ach, bisschen besser als mit Fahrrad. Ja. Mit dem Fahrrad utopisch, mit dem Auto sinnlos, mit dem Motorrad einfach schön. Und nächstes ist der E-Scooter. Nee. Nächstes fahren wir mit. Rainer hat schon gesagt, machen wir so. Ja. Ich hatte es echt schon lange auf der Agenda und Lukas da. Ja. Ich fress dein Proviant an. Okay, klasse. Also ich brauche nicht schon Betreuer, da mein Proviant nicht frisst. Ja, also wir stehen jetzt hier im Wald. Sind hier ordentlich durch Wald gefahren. Und Bundesstraße geht mit dem Ding wie gesagt auch gut. Traktionskontrolle sollte man ausschalten, die greift halt einfach, wenn es rutscht, zu sehr ein. Aber ansonsten ist das Ding echt fett. Also das hat mir den Tag hier bei Rund um Chobau richtig versüßt. So, bin jetzt bei AC E-Bikes. Wer der Hard Enduro Series verfolgt, kennt den. Erik Seifert, fährt für Grenzgänger. Er hat das Ganze jetzt hier mit aufgezogen. Ich dachte am Anfang, das ist so ein bisschen ein kleiner Verkaufsraum mit. Völlig getäuscht, das ist ein Riesending. Von wirklich Reise-Enduro, Supermodus, den 700er Gas über E-Bikes. Das ist ein riesen Norden, wo du mal fix bis in den Norden fahren kannst. Nordkap, grüßt euch. Kinderräder Stacys, die ganze Kollektion, alles da. Also, was sie hier im Erzgebirge hochgezogen haben. Location verlinke ich euch da mal noch unten im Video. Könnt ihr gerne mal herkommen, schneidet mal rein. Also auf jeden Fall mega krasser Laden. Noch zur 700er Gas bleibt zu sagen, dass ich extrem begeistert war. Ich dachte, ja, 700er Enduro, wie soll sich sowas fahren lassen? Bestimmt ein bisschen wie eine Chopper mit Stollen. Das Ding ist ultra wendig, er hat es mir auch bestätigt, er ist schon ein bisschen gefahren. Trotz Stollenreifen, also Semi-Stollen auf der Straße, da geht richtig was. Fahrt sowas einfach mal Probe. Ich habe es auf der GoPro schon gesagt, ich hoffe, man hört so alles ein bisschen raus, was ich versuche für Eindrücke zu wiederzugeben. Ihr müsst sowas echt mal Probe fahren. Also da ich schon eine Enduro habe, wird es wahrscheinlich keine Enduro, aber der 700er, das 700er Konzept hat mich extrem begeistert und ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten wegen der Supermoto. Ich denke auch. Also, dass mich das so catcht, dass ich jetzt das direkt haben will, hätte ich nicht gedacht, aber so ist es manchmal. Also, wie gesagt, bleibt dir noch irgendwas zu sagen? Nee. Wenn die also, Leute mal vorbeikommen wollen? Also, wir haben eine große Flotte an Vorführmotorrädern, da könnt ihr gerne mal vorbeikommen oder einfach uns auf Instagram schreiben, da machen wir was aus. Und dann probiert einfach selber mal aus, was euch interessiert. Genau, also wer es zur Veröffnung nicht geschafft hat, ich leider auch nicht, kommt einfach mal vorbei, der Laden kann echt was. In dem Sinne, ich bedanke mich übelst sehr bei euch für die Möglichkeit, das Ding Probe zu fahren. In Chobau war es absolut perfekt, das ist ein absoluter Allrounder, Straße, Wald, Feldwege, es kann alles. Auch mit Sozius habe ich es probiert, hatte mein Mäusel mit, super bequem, super reisetauglich. In dem Sinne, danke fürs Einschalten und ciao. Ciao.